Ja, hallo! Seid ihr auch schon bei Heyday irgendwie Level 5000? Habt 5 Accounts und wollt keinen 6. erstellen? Ja, dann testen wir doch einfach mal, ob ein Heyday-Klon genauso viel Spaß macht wie Heyday. Und wir sehen schon, wir haben hier einen alten Freund, die Heuschrecke. Heuschrecke? Vogel. Dings. Okay. Wollen wir mal anfangen? Das Tutorial kennt ja jeder, der Heyday spielt. Man sieht auch direkt, das Ganze sieht dem sehr, sehr ähnlich. Und das heißt eigentlich, dann muss es gut sein. Sieht alles ein bisschen Oldtimer-mäßig, also so ein bisschen älter aus. Was jetzt nicht unbedingt schlecht ist. Also ich finde, es sieht ganz schnuckig aus. So. Das kennen wir auch noch. Ja, hier, so. Eben neu gemacht. Ist noch nicht neu? Ah, jetzt. Oh, hier auch neu machen. Musik ist ganz nett. Mal gucken, ob die einem auch auf Dauer, ob man damit zurechtkommt mit der Musik. Ich finde, das ist immer wichtig bei so einem Spiel. Wenn die Musik nicht stimmt, weil die hört man ja die ganze Zeit. So, jetzt erstmal die Hühner. Kauf ein Huhn. Ein Huhn habe ich gekauft. Soll ich noch ein Huhn kaufen? So, wir füttern das jetzt. Kaufe noch ein Huhn. Okay. Ja, weil ich habe das auf dem Handy schon mal gespielt und da wollte er nämlich, dass ich alle Hühner booste. Seht ihr gleich. Okay, ein drittes Huhn will er auch noch. Gut, drittes Huhn. Jetzt soll man die füttern. Habe ich schon gemacht. Ja. Tippe auf das Huhn, um es zu beschleunigen. Ja, ja. So. Das wollen wir auch beschleunigen. Und das auch. Also man sieht, das Prinzip ist dasselbe. Auch mit den Diamanten und Gold und... So, jetzt sammeln wir die Eier ein. Oh, ist die hässlich. Da kommt gerade... Ach du Scheiße. Ja. Die Besucher sehen. Oh mein Gott. Ja, nee, ist klar. Gut. Was soll ich sagen? Okay, das Bewegen geht auch nicht so schön wie bei. Heyday. Also, ihr seht, ich vergleiche natürlich jetzt mit Heyday immer. So, was willst du denn, Püppchen? Okay, Farmname. Ente. Kamikaze-Ente. Ist ja logisch, ne? So. Ja, ja, Bäckerei ist schon am Start. Du bist zu lahm. So. Machen wir auch direkt das Brot, würde ich sagen. Hier können wir auch direkt wieder einsammeln. Zack, zack. Geht ganz schnell bei uns. Schon Level up wieder. Ja, ja. Geht zack, zack, zack hier. Heute Abend sind wir Level 50. So, nee, das beschleunigen wir jetzt nicht. Da habe ich jetzt keinen Bock. Ich hole ihr erstmal die Mühle. Tierfuttermühle ist das? Ach du lieber Himmel. Ich glaube schon, ne? Die sieht ja mal irgendwie viel cooler aus als bei Heyday. Das darf ich gar nicht laut sagen. Okay, hier ist auch... Von beiden Seiten kommt man hier. Nee, nur von der einen Seite. Also es ist nicht alles komplett gleich. Es ist nicht alles komplett gleich. Ach komm, ey, dann beschleunigen wir das halt. Ja, ja. Also ich lese die Sachen jetzt nicht, weil... Man kennt sie ja. So, das ist jetzt auch fertig. Zack. Und schon können wir Tierfutter machen, nachdem der Mais gewachsen ist. Ich muss mal kurz gucken, gibt es hier eigentlich sowas wie eine Gemeinschaft? Es gibt ja kein Gemeinschaftshaus irgendwie. Zeitung ab Level, okay, das ist die Zeitung. Aber ein Gemeinschaftshaus? Vielleicht
Angelbereich. Keine Bestellungen. Nee. Also es gibt kein Gemeinschaftshaus, so wie es aussieht. Oh, oh, oh. Wenn es hier keine Gemeinschaften gibt, dann ist das Spiel schon nichts für mich. Also boah. Also wir werden es testen, wir werden es gucken, wir werden auf jeden Fall ein paar Level spielen. Aber ich kann jetzt schon sagen, wenn es da keine Gemeinschaft gibt, dann... Ja. Also ich habe ja noch ein anderes Spiel mal gespielt, hier dieses Top Farm. Da bin ich ja auch schon ziemlich hohes Level, habe alle Maschinen, die es gibt und so. Und dort ist auch das Problem, dass es keine Gemeinschaft gibt. Also das ist, finde ich persönlich, eins der wichtigsten Funktionen bei Heyday. Ohne Gemeinschaft. Ja, wir gucken aber mal, was das hier kostet. Ach, aber hier gibt's auch... Ach du Scheiße. Ja, die packen natürlich aus, ne, mit den Paketen. Hier erstmal 40 Euro Paket. Ist eine andere Nummer als bei Heyday. Also bei Heyday, da bezahlt man für die Pakete, da sind die teuersten 21 Euro mit den Dekos. Und hier einfach mal 40 Euro für so ein Deko-Paket mit Diamanten. Ist, ja... Hier 100 Euro für 3750 Diamanten. Ist auch ein bisschen teurer als bei Heyday. Ja, kann man machen. Finde ich jetzt nicht so gut, weil... Weiß ich nicht. Das Spiel so bekannt ist, dass man da so hohe Preise ansetzen kann. Finde ich schon ein bisschen arschteuer. So... Was ist das? Ach, das ist eine Pfeife. Also einen Hund haben wir hier von vornherein. Okay. 1, 1, 1. 1, 1, 1. Okay. Also hier mit Kapazität erhöhen. Auch ganz normal bei Heyday. Hä? Ach so, wir konnten das Futter ja noch nicht machen. Ich warte immer noch, dass das hier fertig wird. 55 Sekunden! Wird fertig! Wir haben doch keine Zeit. So, verbinden mit Facebook. Kann man auf jeden Fall nachher machen, damit das ganze Spiel auch gespeichert ist. So, das sammeln wir schon mal ein. Glückwunsch! Ja, das ist jetzt nichts Tolles, aber nichts bekommen. Da kommt eine Kutsche. Hä? Wo will die denn hin? Ja, wo will die denn hin? Ach so! Die Kutsche ist der Lieferwagen. Ja, ja, nee, ist klar. Dann schicken wir die mal weg, die Kutsche. Oh, die braucht aber lange. Sehr, sehr lahm. Dauert ja wohl dann genauso lange, bis die wiederkommt. Also ein bisschen länger als bei Heyday. So, jetzt ist sie aus dem Bild und dann kommt sie wieder. Oder vielleicht kommt sie von der anderen Seite. Tatsache, sie kommt von der anderen Seite. Ja, da muss man schon mal Geduld haben dann, wenn man mehrere Aufgaben machen will am Stück. Geht da nicht so ganz so schnell. Jetzt machen wir hier Hühnerfutter. Einsammeln. Direkt das nächste losschicken. So, komm, Pferdchen. Lauf, Galopp. Brot ist auch fertig. Öffne das Ladenmenü und ziehe die drei neuen... Ach, wir haben drei neue Felder. Sehr gut. Eins, zwei, drei. Ja, haben wir. Tipp auf Felden, ziehe... Ja, ja, wir machen jetzt hier noch. Da und da.
Noch ein Besucher, frag, was sie möchte. Ja, betteln will die. Kommt dieses wunderbare Duft von hier? Ne, ich glaub nicht. Ja, die kriegt natürlich ein Brot von uns. So. Und auch wieder. Und schon ist wieder ein Level weiter. Und wir haben hier jetzt die Säge, Axt und Schaufel. Und Dynamit. Also alles auf einmal hier. Warum sind hier eigentlich diese dicken blauen Felder? Um alles herum. Um jede Grafik ist hier so ein blaues, hässliches Feld. Also so ein Viereck. Sieht irgendwie nicht so schön aus. Oh, und hier auch. Also irgendwas ist das Spiel nur so halb fertig. Ein paar Grafik. Also, ja. Ich will es jetzt auch nicht ganz schlecht machen, das Spiel. Es ist schon ganz nett. Aber hier auch ist überall die Grafik fehl. Also hier, ne, dieses auch, der blaue Kreis. Könnt ihr ja mal schreiben, wenn ihr das spielt und das bei euch auch ist. Es ist ja um jede Grafik. Also oben rechts bei Gold und Diamanten, oben bei Level, hier bei der Puppe, bei dem, wo gesprochen wird, überall hast du diese, hier auch, oh, um Gottes Willen, überall hast du da diese Felder drum. Das sieht ja aus, es ist dann gar nicht schön. Hier auch, nee, schön ist anders. Sind die Hühner fertig? Nein. So. Wir schmeißen jetzt mal weg. Zack. Zack. Und tun jetzt einmal hier das sprengen. Okay, haben wir nicht. Das sammeln wir noch ein. Und ich würde mal sagen, ich spiele dann ein andermal noch ein bisschen weiter. Und werde dann das nächste Let's Play, werde wahrscheinlich ein paar Level höher sein schon. Also werdet ihr ab und zu mal reingucken und ein bisschen spielen. Hier ist auch, ne? Zack, kommt mit diesem dicken Viereck drumherum. Naja, wir geben dem Spiel auf jeden Fall eine Chance, denke ich. So, auf jeden Fall habt ihr jetzt links und rechts noch ein Video. Da müsste wahrscheinlich drei Fragezeichen bei sein. Da könnt ihr gerne mal reingucken. Ist auch eine richtig schöne App gewesen. Und in der Mitte könnt ihr natürlich abonnieren. Und ciao, ciao.